Heute zermürben wir die Fledermaus. Wir sind also eine Armee, die einen Guerillakrieg gegen einen einzelnen Typen. So ungefähr. Wart nur ab, bis die anderen Gotham Freaks am Zug sind. Batman wird keine Chance haben. Bleibt wachsam. Batman darf nicht an die Brückensteuerung gelangen. Da unten bewegt sich was! Er hat Rauch eingesetzt! Vielleicht eine Ratte oder sowas! Wird er es schaffen? Oh! Ich bin im Restaurant! Ich folge dir! Der ist K.O. Batman schlägt hart zu. Kugeln sind härter! Schnappt ihn euch! Ihr könnt hier nichts tun! Verteilt euch und findet ihn! Jeder kann ein Mann erwürgen, wenn er sich von hinten anschleicht, Batman! Zweierteams! Durchsucht die Gegend! Findet ihn! Wir haben ihn gehört! Rückt zu zweit vor! Hey Jungs, seht ihr was? Wer riecht? Hab ihn, der Mann kämpft sich hoch! Findet ihn! Sie bewegt sich! Ihr wisst, was zu tun ist! Er schleicht sich an und kommt von hinten. Sichert in alle Richtungen. Hier lang, da drüben! Ah, hier da drüben, kommt schon! Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu nahe. Oh, ich weiß! Wegen dem, was seiner Katzenfreude passieren würde, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Nigma, der Ritter und der intellektuelle Überleben. Dachtest du, ich vergesse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen.
Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Geisterhaus, Detektiv. Oder sie sterben dich. Sobald Alfred das System neu gestartet hat, werde ich das Batmobil nach Miagani Island bringen. Die Fledermaus! Zentrale, wir verfolgen Milizpanzer in Kingston. Kommen! Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und hier drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst das mir glauben. Das tue ich. Ich werde Batman finden. Ihn aus einem Panzer oder was auch. Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Für ein Paar abgeht. Zusammen seid ihr gerade genug, um zu überleben. Erfreue dich daran, solange es geht. Ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen.
Du hattest hoffentlich Spaß, dunkler Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kesse kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bumm. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel. Löse mal dies. Wann führt eine Tür nach nirgendwo? Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Lass mich nicht warten. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Eine Herausforderung im Cauldron-Bahnhof? Also gut, Nigma, ich spiele deine Spielchen und werde gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Zwangslage zur Teilnahme bewegt. Ich dachte eigentlich, dass ein so in Bildnisse verliebter Narzisst, der sich Fledermaus-Radkappen zulegt, niemals freiwillig dieser Demütigung aussetzen würde, die ich parat habe. Doch du bist hier, Detektiv.
Deine Demütigung wartet unten auf dich. Na dann, Detektiv, es geht los. Du starrst mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Du darfst mich nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Enigma Sir. Ansonsten, Detektiv, erwarte ich dein patentiertes, mürrisches Schweigen. Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Movie. Mach dich bereit, Detektiv. Tick-Tack, Detektiv. Tick-Tack. Schneller, dunkler Ritter, schneller! Können deine flackernden stopfenden Synapsen mit denen sich automatisch bei deinem Kurs mithalten? Schockierend, dunkler Ritter. Kannst du denn wirklich nicht schneller? Ach, Batman. Soll ich etwa runterkommen und dir zeigen, wie es geht? Deins zu testen. Nun denn, Detektiv, hüpf auf die Druckplatte neben mir. Hör gut zu, dunkler Ritter. Das Leben deiner Freundin hängt davon ab. Im Weißen Haus ist eine Reihe Glasschränke vor Catwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder, mein Schatz? Ich sehe sie, Eddie. Gut. In einem dieser Schränke steckt der erste Schlüssel. In den anderen weniger nützliche Schlüssel, die den einfältigen Inhalt deines Schädels an die Wände des Waisenhauses verteilen werden. Diese Aufgabe, Detektiv, ist einfach. Finde heraus, welchen Schrank Catwoman öffnen muss. Lieg nur nicht falsch.
Okay, Batman, mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Eins erledigt. Sehr gut, ihr beiden. Ihr habt den ersten Schlüssel. Erwartet aber nicht, dass ihr euch noch viel mehr aneignen werdet. Viel mehr aneignen werdet. Dass eine Herausforderung von mir, dem Riddler, so einfach wäre? Oh, du Verräter, du goldiger, naiver Gutmensch. Natürlich nicht. Aber jetzt habe ich hunderte Terabyte an Leistungsdaten über den neuesten Raketenleichenwagen, den du gerade fährst. Auf dieser Grundlage habe ich in Chinatown etwas vorbereitet, das von dir weniger geballte Fäuste und mehr zerknirschtes Stirnrunzeln verlangt. Also beeil dich. Sonst ist nicht die Neugier der Katze tot. Der Katze tot. Mithilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ausgezeichnet. Bombe entschärft. Ein GCPD-Officer hat eine Geiselnahme auf der Mercy Bridge gemeldet. Das Opfer ist einer der vermissten Feuerwehrleute. Bei dem Versuch einzugreifen, wurde auf den Officer gefeuert. Geben Sie Acht, Sir. Thank you.
dass wir hier nur fliegen könnten. Überflug der Fledermaus! Sie verschwunden! Er ist da! Findet ihn! Danke. Ich dachte, das war's. Diese Tiere. Denken Sie nach. Können Sie sich an den Angriff erinnern? Der Chief schickte uns zurück in die Stadt, um nach Zivilisten zu suchen. Er sagte, wir lassen keinen zurück. Und auf einmal schlug so eine Art Feuerball in uns ein. Ich ging wohl K.O. Ich weiß nur noch, wie einer der Psychos eine Kippe auf mir ausdrückte. Hast du die anderen gefunden? Den Chief? Ich suche noch. Warten Sie hier. Jemand wird Sie in Sicherheit bringen. Ein Doppelgefechtskopf. Der durchdringt auch die dickste Panzerung. Ich habe auch Überraschungen parat, Batman. Drohnen haben das Ziel verloren. Dann finden sie es wieder.